Hallo und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. So, wir haben ja in der letzten Folge hier ein paar neue Gänge mitsamt Schlafstätten in Auftrag gegeben. Hier werden jetzt neue Räume eingerichtet oder die werden erstmal aus dem Felsen geschlagen. Dann richten wir die ein. Hier vorne haben wir ja schon ein paar Schlafgemächer oder, naja, kleine Schlafzimmer kann man es auch nennen. Und mir fällt gerade auf, dass wir hier vorne noch keinen Schrank stehen haben. Den müssen wir da gleich unbedingt noch hinsetzen. So, in der letzten Folge haben wir außerdem hier unten einen Gang gebaut. Wir haben hier ein paar kleine Räume eingerichtet. Das hier ist unsere Kaserne, sage ich jetzt mal. Hier vorne wird der Bogenschutz, die Bogenschießanlage eingerichtet. So, und hier unten wird dann ein Lager für Waffen und so weiter eingerichtet. Wir haben hier den Mechanics Workshop errichtet. Da können wir dann Mechaniken herstellen für den Bau einer Brücke, die hier vorne entstehen soll und hier vorne vor auch. Und dann haben wir damit begonnen, einen Teich zu bauen, und zwar hier vorne. Da schauen wir mal rein. Der ist schon fast gefüllt. Also da wird ein Teich errichtet. So, und dann können wir eigentlich auch schon fast schon weitermachen. So, wir gehen nämlich jetzt hier in den Mechanics Workshop. Needs Mechanics, waiting for construction. Construction inactive. Okay, heißt es das jetzt, dass ein Mechaniker gebraucht wird oder dass einfach hier noch Teile benötigt werden? Ich schau mal rein in die Leute hier. Wen könnten wir denn dafür nehmen? Den Carpenter vielleicht? Oh. Schauen wir uns den mal an. P für Preferences Labor. Und dann Engineering ist es, glaube ich. Mechanics. Dann soll der das mal machen. Dann müsste es eigentlich möglich sein, dass da jetzt jemand weitermacht. Okay, so, wir bauen weiterhin noch ein Cabinet. F, das ist der Schrank. Der kommt hier oben noch rein aus Quarzit. Wunderbar. Und wir gehen raus aus der Pause mit der Leertaste und lassen hier weiterbauen. Wie wir sehen, wird hier auch schon fleißig der Boden fertig gebaut. Na, da hätten wir eventuell auch eine Wand hinbauen können, aber so ist auch gut. So, und das müsste jetzt fertig sein. Nein, immer noch nicht. Na gut. Auf jeden Fall dürften hier bald die Bodenplatten eingesetzt werden. Ich gehe mal hier schnell in den Boden. So, Floor. Der müsste auch eigentlich gebaut werden. Genau. Müsste er. So, dann gehen wir nochmal rein in Joblist. Store Item. Nein, nein, nein. Construct Building. Warum ist das suspended? Kann man das wieder aktivieren? Schau mal, das geht. Construction suspended. Das heißt, das ist, naja, der Bauauftrag ist quasi aufgehoben worden. Die machen das jetzt nicht weiter. Das ist ja nicht so, wie ich es gerne hätte. Na gut, beobachten wir das noch einen Moment weiter und dann sehen wir mal. Also wir bauen jetzt erstmal die Brücke weiter. Bridge. So. Und ich glaube, wir machen die auch. Ah, nicht ganz so. 4x4 müsste eigentlich reichen. Okay. Ganz schön großes Ding. So, und jetzt die Richtung, in die das Ding gehoben wird. Genau, nach rechts mit D. Und bauen. Und bitte komplett aus Quarzit. Gut. Dann können wir uns daran machen, wieder weiter zu bauen. Oder weitere Einstellungen vorzunehmen. So, Kennels. Ich muss sagen, das ist die Version 0.34. Jetzt habe ich vergessen, wie die Version heißt. In der kann man noch in den Kennels hier die Tiere trainieren.
Das ist jetzt in der aktuellen Version nicht mehr der Fall. Da kann man eine Zone errichten und da dann die Tiere trainieren. So, apropos Zone, da muss ich jetzt mal hier in dieser Zone, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mich mal schlau gemacht, die Hunde rausnehmen. So, damit ich hier in den Zwingern den Auftrag erteilen kann, dass man hier einen Hunting Dog macht und einen, na, das wollte ich gar nicht, einen War Dog. So, und das müsste jetzt eigentlich was werden. Denn wir haben jemanden, der mit dem Tiertraining beauftragt ist. Der sollte das dann auch machen. Falls das nicht der Fall ist, müssten wir uns nochmal, müsste ich mir das nochmal anschauen. Habe ich auch gelesen, dass man Kennels, dass man die Kennels in einem Pasture errichten muss, in dem die Hunde ja sich aufhalten. So, die Aufträge sind noch erteilt. Wie sieht's hier falscher Workshop, glaube ich. Ne, Carpenter. So. Der sollte jetzt noch weitere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Betten machen. Bett, 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 Bett. So, das sind 7 Stück. Genau. Und dann noch ein paar. Ja, noch ein paar Türen. So, dann gehen wir mal zum Mason und geben dem den Auftrag. Schauen wir mal, was kann denn er so herstellen? Na, sollte der vielleicht auch ein paar Türen herstellen? Ich denke mal. Ja, der soll mal einfach ein paar steinerne Türen herstellen. Okay. So. Jetzt müsste der Mechanics doch da sein. Ist er auch. So, dann machen wir jetzt Rock Mechanics. Dann machen wir 2 Stück von. Ich glaube, wir brauchen aber 3. Okay, so. Diese Mechaniken, die werden jetzt hergestellt und die müssten dann ja auf einen Stockpile gebracht werden. Ich glaube, das müsste der hier sein. Nimmt er die auch an? So, mal schauen. Weapons, Trap, Additional Options. Ne, Moment. Furniture, Siege, Ammo. Gute Frage. Sind da jetzt auch die Mechaniken bei? Gute Frage. Finished Goods. Enable. Stone, Clay. Pflaster. Ja, keine Ahnung. Kann ich wieder disablen? Ja, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Würde ich mal sagen. Okay, dann Pause raus und weitermachen. So, also die. Ah ja, da haben wir schon weitere Schlafzimmer, die wir da errichten können. So, und ich nehme jetzt auch mal D und Remove Designation X. Hier mal raus. Geht das? Nein, natürlich nicht. Remove Construction. Geht wahrscheinlich auch nicht. Na toll. Also, dann muss ich hier reingehen mit Q und dieses Gebäude da entfernen. Nein, das wollte ich nicht. Set as internal, als innere Tür. Ah ja, okay. Seht mal, da oben habe ich es tatsächlich hingekriegt, das hier zu entfernen. Remove. Ah ja. Das funktioniert. Komisch. Warum kommen denn da Steine raus? Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Es sind doch keine, da wurden gar keine Steine platziert. Darum können eigentlich auch gar keine Steine rumkommen. Naja, gut. Okay, so, wir bauen jetzt mal ein paar Betten hier ein. Huch, wo ist denn? Ach so, wir haben noch gar keine Betten. Okay.
Der Carpenter ist wahrscheinlich damit gerade beschäftigt, die zu bauen, genau. Na gut, wie sieht's beim Teich aus? Der wird immer voller. Hoffe ich doch. Da wurde gerade wieder Wasser reingekippt. Jetzt wieder Wasser reingekippt worden. Und, hä? Seht mal, ach ja, okay. Ich dachte gerade, die hätten da Pflaster gelegt, aber... Oh, Moment! An animal has become a stray hunting dog. Ach, wunderbar. Wir haben jetzt einen Jagdhund. Na, das ist doch mal wunderbar. Sehr schön. Einen Jagdhund haben wir. Und mit dem kann man dann wahrscheinlich jagen gehen. Ja, dann würde ich mal sagen, stellen wir den mal wieder hier auf die Wiese zu den anderen Tieren. So, Stray Hunting Dog, da haben wir den. Ja, bitte dazu. Sehr schön, hat das funktioniert. Ha. Okay. Na gut, so, wie sieht's aus mit... Ah ja, Türen haben wir. Türen haben wir bereits, welche gebaut. Da ziehen wir mal einen aus Quarzit. Hier aus Maple. Weitere Maple. Maple müsste... Ist das Buche? Und haben wir noch weitere Türen? Ja. Haben wir noch weitere Türen? Nein. Dann werden wir als nächstes Türen in unsere Nahrungsmittellager einbauen. Das ist auch mal ganz wichtig, falls wir dann mal hier verrottetes Material haben, dass dann da kein Miasma entsteht. Oder wenn da Miasma entsteht, dass es dann vor Ort bleibt und sich nicht ausbreitet. Nochmal zur Erinnerung, Miasma ist ein ähnlich dieser Farbe hier Material, das bei verrottetem Material entsteht und sich dann ausbreitet und dafür sorgt, dass hier, naja, dass die Zwerge sich nicht wohlfühlen und es hat irgendwelche negativen Auswirkungen, die ich nicht ganz genau weiß, die ich allerdings auch nicht unbedingt genau erfahren möchte. Also werden wir eine Tür einbauen, hier einmal beim Nahrungsmittellager, bei mehrere Türen. Ja, wir haben keine Türen mehr. Können wir hier noch welche bauen? Naja, der baut noch welche. Der Carpenter, der baut auch noch Betten. Wunderbar, da haben wir ja schon wieder Betten. Können wir auch wieder welche verteilen. Direkt gegenüber der Tür. Da kommt man bei Nacht am schnellsten zum Klo. Joa. Wie sieht's aus mit unseren Lebensmitteln? Z war das, glaube ich. Genau. Kein Fleisch, kein Fisch. 10 Pflanzen, dafür 100 Nahrungsmittel. Joa. Und 60 Getränke. Passt. Passt alles. So, Mechaniken werden da verlegt, sehr gut. So, hier dann noch eine Tür rein. Da eine Tür rein. So, haben wir noch eine? Nein. Müssen wir nochmal warten. Vorne wird die Brücke gebaut, das ist sehr gut. Der Teich, naja. Irgendwie wird da nicht wirklich was. Naja, Moment, was ist denn das? Da war doch gerade ein Tier. Kriegen wir den hier noch irgendwie drauf? Oder ist er eine Etage höher gewandert? Da. Large Roach. Okay. Ah, seht mal da. Wir haben unsere Brücke gebaut. So, Moment. Dann müssen wir jetzt Folgendes machen. B. War das bei Traps? Levers war das, glaube ich. Lever, das ist ein Hebel. Er sollte hier in der, ja, Rumgammelzone sein. Den werden wir mal dahin setzen. Und wie war das? Ja, wir bauen erstmal den Hebel. Und ich glaube, von da aus kann man dann die Verbindung zur Brücke herstellen. Warten wir es mal ab und bauen derzeit oder derweil mal noch ein paar Betten. Oder ich sehe erstmal nur eins. Brauchen wir eben eins. Eins ist besser als keins. Ja.
Ja, und der Teich, der wird nicht wirklich voller. Auch wenn da immer jemand hinkommt, da man einen Eimer nachgießt. Was ist denn das? Hier unten, was ist das? Och, seht mal da, ein Jagdkalb. Oh, wir haben jetzt aber auch schon 4 Jacks und hier noch ein Kalb. Na, wunderbar. Die vermehren sich ja wohl ganz gut. Schauen wir da mal rein. Dann sollten wir das Kalb dem natürlich auch noch zuordnen. Okay. So, und weiter geht's. Und das Kalb läuft hier umher. Und seht mal hier, Stray Hunting Dog has given birth to puppies. Wir haben jetzt also, ach, wie drollig, da oben, seht mal da, da haben wir jetzt, wie heißen sie gleich, Welpen. Und gleichzeitig sehe ich auch mal, dass wir da Überbleibsel von irgendwelchen Tieren haben. Hier draußen können allerdings welche rumliegen, da wird nichts zum Miasma. Oh, Moment, was mir gerade mal einfällt, wir könnten hier mal die Karre entfernen. Ach, das haben wir schon. Moment, Designation, Remove Construction N. Das ist keine Construction mehr, okay. Dann fehlt uns wahrscheinlich einfach nur ein entsprechender Lagerraum und wir sollten mal welchen machen. Huch. So, und zwar nicht Stone Furniture Storage, wäre auch eine Idee, aber haben, Moment, haben wir nicht einen für Furniture? Furniture Siege Ammo. Wir machen einen Custom Stockpile. Den errichten wir mal. Ich glaube, wir errichten hier mal einen Stockpile nur für Seeds. So. Hier nur für Saat. Food. Ist das der richtige? Ja. Und jetzt erstmal disable forbid meat, ich will eigentlich block all, so, B, nichts rein. Hier bitte nur seeds, nur Saat darf da rein. Okay. Und, wunderbar. Das sollte, ja, vermutlich ist das ein bisschen groß, das Lager. Moment, dann ändern wir das. Settings. Nein. Escape. Und remove designation X. Das geht so. Schon wieder einiges vergessen. Muss ich gestehen. Weiß gar nicht warum. Take from a pile. Move the cursor to the pile you want to take from. Ah ja, okay, da kann man dann Gegenstände vom Stockpile hier rüberbringen. Das hatte ich allerdings nicht im Sinn. Change Settings hatte ich gerade schon angeklickt. Nee. Additional Options wäre natürlich eine Idee. Vielleicht ist es dabei. Nee. Wie kriege ich den jetzt weg? So, dann muss ich wahrscheinlich Remove Construction, oder? Ach, ich weiß es doch nicht. Nochmal bei Stockpile. Ach, Remove Designation. Guck an. Ah, ja. Ah, ja. So, okay. Dann haben wir jetzt hier einen kleinen Lagerraum nur für Saat. Genau. Okay, dann machen wir noch einen Stockpile ebenfalls Custom. Und den nur für, ja, den machen wir jetzt mal nur für sowas wie, na, erstmal da rein, nur für Blätter etc. Würde ich jetzt mal sagen, enable, aber block all. Und dann sowas, naja, oder Pflanzen da rein, genau, Pflanzen da, ja, Blätter. Pflanzen. Nö, bitte nur Blätter. Enable. Oder muss ich das mit Enter machen? Moment. E für Enable. Hä?
Warum kann ich denn das hier nicht enablen, also erlauben? Achso, Permit. Naja, gut, okay. So, also Permit. Wollte ich aber nicht jetzt. So, Blätter. Und gemahlene Pflanzen. Blätter, gemahlene Pflanzen. Das ist vielleicht eher zu viel. Machen wir das erstmal. Rocknut Paste. Nö, die kommt dann nicht rein. Pressed Material. Und Pflanzenextrakte. Okay. So, noch die ähnliche Flüssigkeiten dürfen da auch noch rein. Gut. Dann können wir da wieder raus und ich denke mal, wir richten hier hinten noch ein Lager ein. Nur für Pflanzen. Also, mal direkt hier ein Lager für Pflanzen eingerichtet. Ich denke mal, das ist dann ein Lager, in dem wir dann auch Kisten einsetzen können. Und hier können wir auch mal Change Settings. Nee, wir wollen maximale Zahl an Barrels. Aber ich glaube nicht, dass man diese Saatgut in Barrels, also in Fässern lagert. Schauen wir mal. Sagen wir mal 5. Und 5 Kisten. Okay. So, und hier unten machen wir das ebenso. 5 und 5. Sehr gut. Na gut. So, hier haben die schon ein paar Kisten. Was war hier drin? Gemmen. Ah, okay. Schauen wir mal rein. Ist da schon was drin? Enter. Oh ja. Na gut. Dann bitte weitermachen. Ah, wie man sieht, wird da auch schon hier oben in unser Saatgutlager was eingeräumt. Hier werden auch schon die ersten Kisten hingeräumt. Und auch hier schon in Saat reingeräumt und rausgenommen. So, wir können den nächsten Stockpile einrichten, hier unten nur für Pflanzen. Oder errichten wir den direkt hier vorne. Ich glaube, hier vorne wäre sinnvoller. Custom. Weil wir nämlich da dann die Pflanzen auch. Moment. So, weil wir da auch die Pflanzen verarbeiten. Nämlich hier vorne na, wie heißt denn da gleich? In der Destille. So, hier erlauben wir Food. Allerdings Block All. Außer Pflanzen. Die dürfen da rein. Ja. Okay. Und natürlich auch hier Kisten, ja, und auch Fässer, ja. Also genau andersrum war es eigentlich. Und da bin ich mal gespannt. So, Farmer cancels plant seeds, needs plum payment spawn. Oh, da war keine entsprechende Saat. Okay. So, wir errichten erstmal hier unten noch einen weiteren Stockpile und schauen mal, was wir da noch einräumen. Den bitte auch. Na, den ändern wir jetzt einfach von Hand. Egal, was da stand. In Disable und da kommt hier ebenfalls Food rein. Alles wird geblockt. Da kommen dann solche Sachen wie Eier rein. Erlauben. Unpräparierter Fisch, nicht unbedingt. Aber Knochenmehl, Bone Meal, ist das Mehl? Nein. Fett. Ja. Auf jeden Fall Paste. Gepresstes Material. Okay. Nee, kein Fett. Kein Fett. Das soll da mal nicht rein. Und gemahlene Pflanzen. Aber die hatten wir, haben wir die nicht auch in dem anderen da untergebracht? Genau. Pressed Material extract from plant.
Press Material kann man dann hier auch wieder ausstellen. Soll dann nicht doppelt sein. Und war hier auch Paste? Nein, okay. Gut, dann könnte man natürlich noch ein Lager gebrauchen für diese Fischangelegenheiten. Und warum nicht hier vorne? Also mehr oder weniger außerhalb. D-Mine. Können wir hier noch was anbauen? Oder Moment, oder bauen wir direkt außerhalb einfach mal einen Raum? Das wäre doch mal was. Wall. Bauen wir hier vorne einfach mal einen Raum hin. Ein Lagerraum für Fisch. Für verschiedene Fischsachen. Und zwar aus Quarzit. So, und dann bauen wir hier weiter. So. Ebenfalls aus Quarzit. Und dann bauen wir auch hier runter. Na, nicht K, sondern U, genau. Und auch hier aus Quarzit. Und na, das machen wir natürlich nicht. Hätten wir natürlich keinen Eingang. Das wäre ein bisschen doof. So. Hier aus Quarzit. Und dann nochmal. Hier und ebenfalls aus Quarzit. So, dann kommt da natürlich noch einen Boden rein. Den geben wir möglichst auch direkt mal in Auftrag. Ja, wir können das alles überbauen. Sehr gut. So, und das machen wir ja auch in Quarzit. Okay, und dann haben wir noch ein paar, Moment, bevor ich es vergesse, noch ein paar Löcher zu stopfen. Hier vorne. Einmal aus Quarzit. Und dann hier noch Quarzit. So. Vorne noch Quarzit. Nicht, dass wir da aus Versehen einmal Mudstone drin haben. Das wäre dann ein bisschen doof, denke ich. Oh, jetzt haben wir keinen Quarzit mehr. Dann müssen wir es abbrechen und warten, bis wir ja welchen haben. Okay, so, und jetzt haben wir, glaube ich. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Probleme mit leeren Fässern, kann das sein? Das werden wir mal einfach beheben, indem wir einfach noch eine ganze Reihe an Fässern herstellen. Okay. So, und jetzt sehe ich auf die Uhr und ich sehe, wir machen jetzt eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!